Herr Wiegold, was verspricht sich der Iran von dieser Unterstützung für Russland im Moment? Naja, ganz offensichtlich, es sind zwei Staaten, die ziemlich isoliert dastehen. Der Iran ja schon länger, Russland seit Beginn jetzt im Februar dieses aktuellen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und da rücken zwei Outsider sozusagen zusammen, dass sich natürlich auch der Iran dann Technologieunterstützung aus Russland verspricht bei anderen Waffensystemen. Der Iran ist bei Drohnen weit vorne, das hat Russland vernachlässigt. Aber bei anderen Dingen, Flugzeugen zum Beispiel, ist Russland weit im Vorteil gegenüber Iran. Also durchaus die Vermutung, dass sich beide Staaten davon einen gegenseitigen Vorteil versprechen. Herr Wiegold, ich danke für das Gespräch. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.